Ihr müsst dranbleiben bis zum Schluss, denn dieser Grundriss bei einem 2,19 Meter breiten Vollintegrierten, den müsst ihr euch anschauen. Das ist ein Family-Grundriss auf 2,19 Meter Breite. Ich grüße dich, du bist der? Ich bin der Günther Hartmann aus Lünen. Günther Hartmann aus Lünen, ja. Rapido hat es dir angetan. Hast du noch irgendwas anderes außer Rapido? Ja, also wir vertreten die Marken der Rapido-Gruppe mit Itineo, Drima Kastenwagen und Florett Florium Reisemobile. Rapido selber machen wir nicht, nur Service decken wir damit ab. Und Itineo ist quasi das Einstiegsprodukt von Rapido mit einer richtig guten Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. GFK? GFK Dach, GFK Seitenwand, GFK Boden und Heck natürlich, also rundherum. So, komplett GFK und das Ganze wird wirklich bei Rapido gebaut. Das heißt, der kleine Bruder, das Rapidochen, so kann man sagen. So könnte man es nennen, Rapidochen, ja, schön. So, 2,19 Meter Breite hat Riesenvorteile, die Höhe? 2,80 Meter. Wenn wir gleich reingehen, du merkst die 2,19 nicht direkt, oder? Nein, du merkst es weder in der Breite noch die Höhe nicht. Also du hast einen Olaf-Platz, so ein kleiner Gag. Das heißt so gute 2 Meter ungefähr Stehe. So, und wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben ein ähnliches Fahrzeug schon gezeigt. Der Grundriss hier macht's aus. Wir haben einen ganz besonderen Grundriss mit viel Platz. Und wir haben ein neues Model an Bord. Das ist Olaf Bader. Grüß dich, Olaf. Hallo, Sven. Du bist Betonbaumeister und hast Ovomo erfunden. Und ja, du friemelst jetzt mal schnell mal ein Ovomo-System hier in dieses Auto rein. Haben wir gerade reingemacht. Wolltest du mal gucken? Ja, können wir machen. Komm, dann können wir uns mal direkt mal die Heckgarage angucken. Warte, man hört dich noch nicht. Oh. Jetzt. Wir haben diesmal jetzt geguckt. Wir haben hier in diesem Fall, jetzt, weil es ein Doppelstockbett hat, eine kleine Garage. Und jetzt kann man sich ja sagen, wofür braucht man da eigentlich Ovomo-Deckel? Kannst du da mal raten? Du filmst da rein, ne? Ja. Wir haben jetzt einen großen Vorteil. Du kämst ja jetzt da hinten an die Kiste gar nicht ran, ne? Ja. Guck mal, und jetzt ist da dieser Deckel drauf. Und dadurch, dass ich jetzt hier ziehe, kann ich auch die hintere Kiste mit hier nach vorne ziehen. Ich will hier keine Macken in das schöne neue Auto machen. Boah, ist hier ein Wind. Ich kann das kaum vermeiden. So jetzt kannst du rausziehen. Können wir den einen rausnehmen. Guck, und jetzt kommst du auch an den zweiten, weil wir den schon mit vorgezogen haben. So, diesen Formstoß miteinander verbunden. Ist da drüben keine Tür? Doch, haben wir auch. Also dann habe ich nicht richtig geguckt. Das heißt, man käme von der anderen Seite ran. Aber es kommt noch besser. Wir können ja schon mal die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben ja einen Stockbettengrundriss mit 2 Stockbetten im Heck. Und die kann ich hochklappen. Genau, du kannst also eine große Garage generieren. So, hier ist so viel Wind übrigens, dass selbst mein Windschutz gerade ein bisschen versagt. Jetzt ist besser. So, jetzt habe ich den Windschutz auch ganz drauf gehabt. Itineo. Und hast du schon mal gehört was von Itineo? Ja, ich habe davon schon gehört, weil ein Freund von uns beiden hier, darüber haben wir beide uns kennengelernt, den ersten Itineo hier gekauft hat. Und darüber habe ich auch den Günther kennengelernt. Das ist schon 10 Jahre her. Der ist im Übrigen auch sehr begeistert von der Marke, muss man ganz klar sagen. Was ziemlich cool ist, hier so eine Art Crashbox hier an der Seite. Das heißt, also wenn ich genau hier hinten treffe, dann ist es das Stück hier, was ausgetauscht werden muss. Genau, ich habe also die einzelnen Ecken, die ich austauschen kann und dann die Quertraverse hinten. So, das Ganze mit Rückfahrkamera integriert, das Heck, ich zeige es mal gerade komplett, dass wir das sehen. Verweise allerdings noch auf den kleinen Bruder oder den gleichen Bruder. Den Grundriss gibt es 3 Grundrisse? Genau, wir haben 3 Grundrisse. Den CS660 für Stockbetten, CJ660 Einzelbetten, da gibt es auch ein Video von dir von. Und dann gibt es noch den CM660, gleich wie das Einzelbettenmodell, nur halt mit dem Queensbett drin anstelle Einzelbetten. So, wir können mal hier auf die Seite gucken. Da sieht man sofort, dass es sich hierbei um diesen Grundriss handelt, weil wie bei dem Wohnwagen üblich hast du hier 2 Fensterchen. Genau, richtig. Ja, wir haben 2 Fenster für jedes Stockbett 1. So, wie gehst du hin, wenn ich den sichern möchte? Du bietest Alarmsysteme an? Genau, wir bieten Alarmsysteme an, verschiedene Alarmanlagenhersteller. Wir bieten Zusatzverriegelungen für die Seitsfenster an, alles, was der Kunde möchte. So, die gibt es ja alle. Und dann, ja, da kann ich jetzt verstehen, dass der Olaf das übersehen hat. Weil, ja, nein, der Olaf, also wir haben die Klappe, aber die ist ja in dem Fall hier, das ist schon was Besonderes. Und das ist unser Gaskasten. Das ist der Gaskasten? Genau. Ach, da ist gar keine Klappe, deswegen Ehrenrettung Olaf. Ja, tada. Genau. Ja. Okay, so, das ist der Gaskasten. Da wäre ich aber jetzt nicht drauf gekommen. Ja, das stimmt. Aber bei den Kompaktmodellen immer hinten der Gaskasten mit drin. Und vorne, wo sonst der klassische Gaskasten ist, da haben wir die Batterien und Technik verbaut. Apropos, guck mal, jetzt sehe ich wieder was. Finde ich super, der ist ordentlich durchlüftet, wie ein Gaskasten sein muss. Ja, die sind alle durchlüftet, das sieht man bloß nicht, ja, oder? Ja, verstehe. Aber das sieht gut aus. Also die müssen ja, wir haben ja die Vorschriften, die sind selbstverständlich alle gut durchlüftet. Also bitte nicht abkleben da unten, weil ihr denkt, niemals. Irgendwie, das soll ja nass werden oder so. Nee, bitte nicht zukleben. Dann Truma Kombi habt ihr drin, Truma Kombi 6. Genau. Mit E-Paket auf Wunsch? Auf Wunsch mit E-Paket, ja. So, das heißt, man könnte auch elektrisch heizen. Und die Seitenwand hier ist GFK.
Die Seitenwand ist GFK, das Dach ist GFK, der Unterboden ist GFK, Heckwand ist GFK. Wir haben das auch GFK? Hier der Radlauf? Nein, das nicht. Das ist ein tiefgezogenes Kunststoff. So habe ich nämlich eben gesehen bei einem, auch aus der Rapido-Gruppe, einem Florium. Da war sogar alles auf irgendwie GFK. Dann die Aufbautür, bitte mal öffnen. Genau, mache ich dir offen. Zack. Gibt es da ein Zusatzschloss für von innen? Von innen nicht, aber wir können außen Zusatzschloss amortieren, kein Problem. So, das heißt, die könnte man verriegeln. Und hier ist, oh mein Gott, ein Peugeot drin. Genau. Das ist so, kriege ich den wahlweise Fiat, Peugeot? Du kannst ja aussuchen, ob du den Peugeot mit Handschalter nimmst oder ob du einen Fiat mit Automatik nimmst. Preislich? Ja, Fiat Automatik musst du rechnen, ungefähr 5.000 Euro mehr. Ne? Man muss den großen Motor, glaube ich, nehmen bei der Automatik. Ja, wir müssen den großen Motor nehmen, wir müssen die Automatik nehmen und die sogar etwas mehr, 6,5, weil wir müssen ja das Fiat-Chassis auch noch extra bezahlen, die 1.500 Euro. Dein Tipp? Es hält sich bei uns im Moment die Waage. Wer Automatik fahren möchte, muss natürlich den Fiat nehmen, aber wer zeitnah ein Auto haben möchte, nimmt ein Peugeot. So, wir gehen nochmal zurück zum Olaf, dass wir auch ein bisschen Werbung machen für sein Uvomo-System, weil er ist derjenige, warum wir hier sind. Und du hast nämlich was überlegt, dass du ein Stauraumsystem entwickelst, wenn du es gerade nochmal reinschiebst, Olaf, ja. Sag mal so nett. Wir also nochmal rein. Was ist zu tun? Ganz einfach. Wir haben hier unseren Deckel, ne? Also den Uvomo-Deckel, der hat hier unten so einen Rand. Der greift da ein, rutscht dann nicht rüber. Ne? So, und jetzt können wir einfach die zweite Kiste hier. Ich möchte dem Günther nicht seine Autos zerkratzen. Ich glaube, da passiert nichts bei dem Boden. Die Böden sind so robust, dass alles klar. So, und jetzt kann man das hier da reinstellen. Sag mal, Günther, man kann das Bett hier hochklappen, oder? Hier oben. Ja klar, also du kannst eine große Garage generieren. Wir nehmen einfach nur die Matratze zur Seite und können dann das Ganze hoch. So, dann würde es auch hier Sinn machen. Das heißt, ihr könnt es hochklappen und dann könnte man da oben das noch beladen auf der Womo-Box. Ja, genau, richtig, ja. Dafür sind sie eigentlich auch ursprünglich gemacht, also dass man sie oben beladen kann. Ne? Die kommen ja aus dem Nutzfahrzeugbereich, dafür habe ich sie gebaut. Unendlich belastbar, sag ich mal. Und eigentlich sind sie dafür gedacht, dass du deinen Stauraum im Wohnmobil, den Kofferraum, entsprechend noch weiter nutzen kannst. Also du kannst da ordentlich was draufladen. Ne? Also cool. Das heißt, du sparst dir eben hier diese Vollauszüge und solche Geschichten. Ne? Wir machen mal eins. Kannst du mal kurz reingehen, Günther? Mal ganz hochklappen, dass wir das mal sehen. Denn hier haben wir nämlich die Möglichkeit, einmal bei den Stockbetten dieses Bett hier zu nutzen oder daraus sogar ein Doppelbett zu machen. Das können wir uns gleich mal angucken. Genau, also wenn du die Garage groß haben möchtest, nimmst du die Matratze weg. Jetzt knistert es natürlich ein bisschen. Ja, mach mal. Ich halte mal weg. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Das kenne ich gar nicht. Hast du nicht gesehen? Nee. So. Was soll ich jetzt machen? Einfach das Brett hochklappen. Das schaffe ich. Gibt es hier irgendwo eine Arretierung? Ja, hast du an der Seite. Habe ich an der Seite. Hier ist ein Vorhang an der Seite. Ich muss noch einmal reinfüllen, dann kannst du wieder runter machen. Sag mal, Günther, die Frage drängt sich ja auf, wo macht man die Matratze hin? Die Matratze legst du einfach auf die andere Matratze oben drauf. Oder du legst die hier auf die Uvomos und dann kannst du auch den Schwiegersohn in Spe ordentlich wegsperren. Kannst du abschließen, fertig. So, jetzt hast du eine riesen Garage und jetzt macht das wieder Sinn mit den Uvomos. Jetzt kann man beides beladen. Jetzt kann man und dann oben drauf packen. Ne? Wir könnten jetzt die Kisten, ich weiß gar nicht, wie jetzt bei diesem Fahrzeug hier der Raum ist. Müssen wir mal sehen. Ne, quer passen die hier nicht rein. Durch die Tür. Hier nicht. Aber würde gehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen klein wegen dem Gaskasten. Normal beim letzten Mal haben wir drei Stück reinbekommen. Modell, ne? So, aber du kannst halt deine Brocken da oben drauf packen. Nochmal zusätzlich. Kannst sogar ein Fahrrad hier links noch reinmachen. Kannst ein Fahrrad hier rein, hier die Tische und du kannst auch empfindliche Sachen, was auch immer wieder ist, wenn du jetzt Modell bauen, Modellflugzeug, das geht nicht in die Ritzen rein, du kannst es vernünftig oben drauflegen. Mhm. Ich kenne eben ganz viele Leute auch aus dem Hobbybereich, die nutzen. Ne? Sehr schön. Komm, wir gehen mal rein. Denn das Spannende ist, ich verweise auf das Schwestermodell. Da haben wir viel gezeigt. Ist der Grundriss von Schwestermodell identisch bis zu einer gewissen Nähe? Schwestermodell hat die Küche auf der anderen Seite. Genau, ja. Ja, Schwestermodell hat die Küche schon hier vorne, aber ist komplett anders, weil wir da nur eine kleine Bank haben und du hast ja hier die deutlich größere Sitzgruppe. Mhm. Und ich schmeiß gerade mal die Matratze wieder rein. So, das übrigens, Günther, da hätte ich drauf kommen können. Leg die Matratze, die eine Matratze auf die andere. Denn, nee, bin ich nicht drauf gekommen. Ich zeig mal gerade. Günther, wenn du mal ganz kurz rauskommst zu mir, dann film mich einmal rein. Es ist nämlich so, wir haben hier zwei Stockbetten übereinander. Genau, zwei Stockbetten übereinander. Und du hast vorne, wo der Tisch ist, den könntest du wegmachen. Und kannst dann vorne auch nochmal ein Bett bauen. Das heißt, dass du unten ein großes Querbett machen kannst oder dass halt so drei Kinder übernächtigen könnten. Drei würden auch gehen. Drei gehen auch, ja. So, das heißt, unten zwei. Das heißt, du kannst unten ein großes Bett machen. Genau. Jetzt setze ich mich mal hier rein. Günther, geh mal gerade gegenüber. Ja.
Und wir können uns face-to-face sitzen. Gedacht ist das natürlich für kleinere Leute, für Kinder. Ja. Die haben hier Spaß drin, oder? Ja, das ist optimal. Also die Kinder können hier abends spielen oder sonstiges und haben so ein bisschen Rückzugsort. Also gerade das die Kinder wachsen ja. Und wenn die Kinder älter werden, Jugendlicher oder sonst was, können die sich hier hinstellen, ihre Schulaufgaben machen, von mir aus mit dem Tablet spielen oder sonst irgendwas. German Television gucken und... Ja, die Kinder gucken sowas nicht. Ja, die sind froh, wenn sie... ja, Baba-Memes, sage ich nur. die sind wie alt deine Kinder? 5 und 7. Ja, da bist du noch verschont. Fortnite spielt keiner, ne? Der Große fängt so langsam an. Ja, eine Seuche, kann ich nur sagen. Also, hier kann man sitzen, ein kleiner Tisch, den kann man drehen in verschiedene Richtungen. Genau, du kannst ihn entweder quer drehen oder du schwenkst ihn halt weg. Wenn du aufstehen möchtest. Ey, ich finde den Grundriss so spitze. Das ist mein Grundriss. Zumal, wenn du ihn nicht benutzt und du nimmst gar keinen mit, du hast einen riesen Stauraum hier drin. Genau. Und kannst also hier oben drauf kannst du Sachen lagern. Direkt auf der Hinterachse hier kannst du Fahrräder mitnehmen. Ja. Das heißt, eine Option mehr hast du dann. Das heißt... das ist schon richtig. Also vom Prinzip her kannst du hergehen und sagen, du lässt die untere Matratze auch ganz weg, machst es hoch und lässt die Kinder, also ein Kind hier vorne lang schlafen und eins oben. Ist gar kein Problem. Und das Ganze, man darf das nicht vergessen, wir bewegen uns hier auf 6,60 Meter länger. Ne? 6,60? Ja. Also extrem versatil bei der Parkplatzsuche. Ich finde überall einen Platz. Und darauf kommt es ja an, weil ganz, ganz viele kaufen sich Riesenautos und wundern sich, dass immer besetzt ist, weil die Campingplätze fragen nach der Länge. Genau, so ist das. Auf die Länge kommt es an. Jetzt lasse ich mal so stehen. So, ich guck mal gerade. Äußere mich da nicht. Ist auch egal. So, großer Schrank. Genau. Und nee, kein Witz, also guckt wegen der Länge, weil du kriegst natürlich ein Fahrzeug unter 7 Meter, hat ganz andere Chancen, noch einen Restplatz zu kriegen. Riesenkleiderschrank, das ist natürlich auch, warte mal, mal gerade hier rum und jetzt mal nochmal zu. Riesenkleiderschrank, ich könnte ja auch einfach aufstehen, der ist echt groß, der ist so groß wie ein Wohnwagen, oder? Ja genau, also du kriegst halt richtig was rein, aber wenn du mit 4 bis 5 Leuten fährst, brauchst du natürlich auch den Stauraum. Ne? Brauchst du Platz, also großer Kleiderschrank ist auf der Seite, dann stehe ich jetzt mal auf. Hast hier Rausfallschutz mit drin, eigenes Fensterchen mit drin. Auch hier wirklich mit der Sitzgelegenheit. Und du siehst ja Leder. Genau, Stauraum mit drunter, unter beiden Sitzbänken. Doppelboden und auch natürlich relativ tiefe Schränke. Ne? Also wenn du siehst, du hast gute 30 cm in der Tiefe, wo du auch echt nochmal was gut reinbekommst. So, hier oben hast du schon das Fensterchen. Genau. Das heißt, auch hier eine kleine Klimaanlage, eine Fresh Air. Nee, wie nennt sich die? Fresh Air ist gar kein Problem. Oder auch ein Max-Fan, wenn jemand haben möchte. Also da sind wir, alles, was der Kunde möchte, bieten wir auch mit an. So, und da könnte man die Mikrowelle einbauen, eine ganz kleine. Gibt's sowas? Klar, Mikrowelle in der Größe gibt's. Du hast auch eine große Tiefe, also es ist gar kein Thema. So, dann der Kühlschrank, der hat die Getränkebox, oder? Der hier. Du hast hier. Nee, hat er nicht. Der klassische Kühlschrank, also nicht mit Schublade oder Box unten, sondern ganz normal einseitig zu öffnen. Einseitig. Anschlagsrichtung lässt sich ändern. Und du sagst, den kann man aufrüsten. Ist das der? Ja, genau. Man kann den aufrüsten, wenn man möchte, kann man, also man erkennt es immer daran, die mit den silbernen Griffen könnte man von beiden Seiten öffnen. Mhm. Ich bin immer der Meinung, ich glaube, das reicht so, aber wenn ein Kunde das haben möchte, machen wir das. Ja, das Coole ist, der kann nicht verkanten, weil das ist mit dem Beidseitigen, die verkanten gerne, dann geht er gar nicht mehr auf. Mir ist schon mal eine Tür rausgefallen. Ist dir das mal passiert? Leider nicht nur dir, sondern auch auf der Messe passiert das relativ häufig. Und dann erkennt man es ganz gut an den Druckstellen im Boden. So, sehr schön. Also der hier kann nicht rausfallen. Der ist quasi so. Dann hast du eine Küche. Genau. Die Küche ist groß genug, finde ich. Genau. Küche ist also relativ klassisch. Großes Waschbecken. Und 3 Flammenkocher, hier zur Zündung selbstverständlich. Made in France alles, oder? Made in France, genau. So, zentral verriegelte Schubladen, das kenne ich von Kabe im High-End-Bereich. Das haben wir bei uns natürlich auch. So sind sie zu, 180 Grad gedreht ist sie offen. Besteckkasten ist mit dabei, sie sind auch tief für die kleine Küche, finde ich immer. Selbstverständlich mit Soft-Close. Wir haben da 3 Stück von. Und die anderen 3 sehen aus wie Schubladen, aber... Ist ein ein großer Schrank mit der Erweiterung der Küche. Töpfe, finde ich immer gut. Da passt übrigens auch eine Eurobox rein, eine kleine. Das habe ich schon mal gemacht. Dann oben drüber hast du so einen kleinen Baldachin. Da kannst du nochmal Sachen drunter machen, wo du schnell mal ran musst. Zum Beispiel Topflappen. Topflappen, Gewürze, alles Mögliche kannst du hier reinmachen. Also das, was bei der Fahrt drunter bleiben kann, sind gut hier so Putzlappen und sowas. Ne? So, oben hast du einen Rausfallschutz, unten auch so ein bisschen. Genau, du hast unten die Kante mit davor, dass es nicht sofort alles entgegenkommt. Der Boden ist höhenverstellbar. Je nachdem, also individuell auf die Bedürfnisse des Fahrenden, Pärchens, Familie, wie auch immer.
So, wenn der Kleine sich den neuen Caipirinha holen will, da vorne ist der Vorhang. Genau. Hier kannst du es zumachen, aber da kommen die Eltern nicht mehr ran. Ja, das ist relativ simpel. Du machst ihn nur offen, kannst ihn dann rumziehen und kannst ihn bis nach vorne separieren. Okay. Du musst ja irgendeine Möglichkeit der Separierung solltest du ja bieten. Und das hast du halt hier, ne? So, du bist Wohnmobilhändler der ersten Generation? Zweite? Zweite. Mein Papa hat vor 40 Jahren schon mal FFB-Reisemobile gehandelt. Dann gab es die Firma nicht mehr. Und dann haben wir neben der Vermietung, die wir immer hatten, 2012 mit Itineo wieder angefangen. So, Olaf. So kenne ich den Olaf, muss ich sagen. Ich finde sowas von launchig. Ich meine, guck dir die Farben an. Ich finde es richtig cool. Ja, die Farben, man muss sie immer sehen. Also, aber das ist meins, da stehe ich total drauf. Ich sage immer, das Wichtigste ist, was du nicht zeigen kannst, das kannst du nicht verkaufen. Das ist ganz einfach, oder? Ja. Deswegen, wir haben drei Farben im Programm. Das ist jetzt unser dunkles mit Kontrastnähten, was sehr, sehr gerne genommen wird. Schick. Ja. Richtig schick. Ja, ist natürlich ist so ein bisschen Hotelzimmer-Look. Ja, aber mit dem hellen, du hast ja das schöne Kontrast, helles Holz, der Rest ist ja hell. Mhm. Na? Olaf, du magst mal Hubert? Soll ich mal ein Hubert? Ja. Komm, ein Hubert. Olaf hat nämlich die Grundeinweisung, er hat den kleinen Hubert-Führerschein gemacht bei dir. Man muss das nämlich hier so drehen. Ist aber noch auf Probezeit. Ne? Ich bin noch auf Probezeit. Jetzt macht man das vorsichtig runter. Ich brauche das jetzt nicht mehr schnacken lassen. Ja. Ich habe ja am Anfang, war ich ja noch in der Schnackphase. Jetzt lasse ich nicht mehr schnacken. Die sind doch schön, die Sitze. Die sind wie Morello. Man sitzt aber gut drauf. Ja. Warte mal, ich muss das... Sag mal, das sind doch Sitze von... helf mir. Sind Sitze von Fiat, ja. Aber die bessere Linie, nicht die Standardsitze. Weil der Gurt ist integriert im Sitz. Genau. Ja. Man sitzt da auch richtig gut drauf, habe ich gerade. Das heißt, man kann auch gegen die Fahrtrichtung sitzen. Nee. Rechtlich wäre das mal interessant herauszufinden. Ja, weil angeschnallt ist man ja. Ja. So, jetzt mach mal runter. Olaf, du kriegst demnächst, wirklich, wir machen mit dir. Schöne Grüße an die Simone. Ja, hier vorne. Ne? Dann Rauschverschutz ist mit drin, 1,40 Meter nehme ich wieder an. Genau, 1,40 Meter mal 1,90 Meter Matratzenmaß. Und haben dann Lattenrost selbstverständlich. Sag mal, wir sind hier unter 3,5 oder macht Auflastung Sinn bei dem? Also ich sag mal, wenn du wirklich mit 5 Personen fährst, sollten wir über eine Auflastung 4 Tonnen nachdenken, weil dann haben wir so gut 1,1 Tonnen Zuladung. So sind wir bei 3,5 Tonnen, bei 600 Kilo, bei einer vierköpfigen Familie so gerade noch okay, glaube ich. So, klemm mich mal auf. Dein Wunsch ist ja 4,25 Tonnen mit B-Führerschein, oder? Das wäre der... Das wäre für mich ein Traum. Da arbeitet ja auch der Verband und alle möglichen schon ganz, ganz lange dran. Und ich hoffe, dass... Es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf, der ist, glaube ich, schon durch. Genau, es gibt einen Gesetzesentwurf, das ist quasi so eine Art wie den B96, den es beim Wohnwagen schon gibt. Wäre super, wenn wir den auch für die Reisemobile bekommen. So, du hast das Problem nicht, du darfst ja eh bis 7,5 Tonnen fahren, nehme ich an, oder? Oder hast du einen C-Führerschein? Eigentlich ja, aber die muss ich abgeben. Auge kaputt. Ah, okay. Das heißt, du bist raus. Ja, zumindest bei den ganz Großen. Bei den ganz Großen. Bis 3,5 Tonnen darfst du? Ja, ich darf auch bis 7,5 Tonnen. Okay. Aber du hast ja irgendwann die noch größeren. Da bin ich jetzt leider raus. So, hier ist die Preisliste. Wir werden euch gleich noch das Klo zeigen. Keine Angst. Aber guckt auch noch den anderen an. Der ist nämlich bauähnlich. Peugeot Boxer, 165 PS, ich denke, das ist mehr als ausreichend, 84.200 Euro, aber du fährst wirklich ein extrem, denke ich mir, extrem schönes Wohnmobil, was du nicht an jeder Ecke siehst. Der Grundriss ist einzigartig. Also wir haben ja den großen Bruder, den Itineo SP 740, der ist dann mit 7,50 Meter und Stockbetten. Aber hier auf 6,60 Meter ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Alternative zu den Kastenwagen, auch wo Stockbetten drin sind. Überleg mal, 2,19 ist Kastenwagenbreite. Ja, genau. Also es ist wirklich, denke ich, top. Und wenn du hier drin bist, du hast halt viel mehr Raum als in einem Kastenwagen. Ne? Das ist großartig. Guck mal, wir sind ja alle nicht die Kleinsten. Und ich finde das wohl, es sind auch so Kleinigkeiten, die ich immer gut finde. Hier ist nicht so, dass das ein bisschen zu tief ist. Weißt du, also manche Sachen, die sind einfach so, die erdrücken, ohne dass sie wirklich stören. Aber hier ist super. Also, vielleicht ein bisschen zu klein für die ganze Fußballmannschaft, aber wenn man dann zu viert unterwegs ist, das geht. Zu fünft. Fürs Mittelfeld reicht. Für die zu fünft wird sportlich. So, das Bad gucken wir uns noch schnell an, dann sind wir fertig. Wir sind in Lünen bei der Firma Hartmann Reisemobile. Übrigens eine interessante Kombi. Ist ja Wahnsinn. Ist das Zufall, dass sie genau da vorbeigeht? Ist so geplant. Also so einfach, dass du hier möglichst bequem reinkommen kannst. Okay, das heißt, du kannst die Tür komplett öffnen und kannst den Kleinen dann auch schön abduschen. Ja. Das würde gehen. Genau, wir haben auch bei dem, wie bei allen Kompakten, haben wir unser Du-Space-Bad. Das heißt, wir können
Schwenkbad. Verstecken, verschwenken lassen, genau. Haben dann die Duschstühle vorne drin und da ist echt Platz drin, ne? So, und Abläufe einer, aber du sagst, das langt? Genau, Ablauf einer, der ist vertieft, das sieht man ganz gut und das sollte meiner Meinung nach absolut reichen. So, und das hat dem Olaf eben so schön gefallen. Das ist dieser Wasserfall, Wasserhahn, der drin ist. Also auch die Armaturen sind ordentlich. Tedford Kassettentoilette. Ja. Und ich sag tschüss. Komm, wir machen Abmoderation, gehen raus. Ich bin nämlich K.O. Ist mittlerweile auch schon dunkel. Jo. Morgen geht's nach Osnabrück zu Fairegger und Wels. Werden wir ein bisschen filmen. Aber es ist schon länger hell. Also das merkst du richtig. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 6 Wochen war jetzt stockdunkel. Ist im Norden heller als im Süden? Tja. Bitte? Also bei mir ist immer hell. Gut, das lasse ich mal so stehen. CS660 von Iteneo. Jetzt kann ich sogar schon die Aussprache. Iteneo habe ich am Anfang gesagt, aber es heißt wirklich Iteneo. Iteneo ist richtig, genau. Und das sagen die Franzosen auch so? Das sagen die Franzosen auch so. Gut. So, ich wohne ja in Frankreich. Die müssen es ja wissen. Danke fürs Einschalten. Hier ist German Television und bis zum nächsten Mal. 13. März 2023. Ciao, ciao.